herzlich willkommen zu unserem neuen Video direkt vom Gardasee, würde ich sagen. Ganz genau. Um noch genauer zu sein, Coast Trail. Trail. Wir sind wieder am Weg den Altissimo rauf. Los, los jetzt. Ah ja, wir müssen uns beeilen. Wenn ihr mir etwas mitbringen würdet, welche Farbe würdet ihr wählen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Türkis. Weil dieser Herr gerade ist da etwas schwierig mit der Auswahl. Gardasee kann was. Ja, dein Rad quietscht. Ich habe den Vögelchen-Simulator eingebaut. Jetzt kommt der richtige Ausblick. Ja, ja, deswegen habe ich ja noch an. Ach so, leider geil, immer wieder. Blick über die Olivenbäumchen. Wir sind gerade überholt worden, aber heute müssen wir ja auch nicht Akkus fahren. Haben wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen können. Hat der eine gleich einen Handschuh weggeschmissen vor lauter Schreck. Jetzt sind es hinter uns. Ich bin jetzt wieder vorne weggefahren. Ich liebe Wettkämpfe. Was geht das? Zeitumstellung und einen Monat später merkt man gleich beim Sonnenstand. Wir boosten jetzt, weil wir es können. Mega Ausblick von diesen Aussichtsfelsen. Jetzt ist schon so spät, es ist auch nicht mehr viel los. Da wird noch gekraxelt. Das Einzige, es ist ganz schön windig. Das ist normalerweise nicht mehr so spät, aber morgen soll es ein bisschen schlechter werden. Hoffen wir, nicht zu schlecht. Jiha, damit geht's schon ab auf den Trail. Der Gardasee vereint für mich ja absolut alles, was man sich wünscht. Italienisches Lebensgefühl gepaart mit diesem genialen Essen und dann auch noch die super schönen Trails. Ein bisschen schwierig sind sie zugegebenermaßen. Der hier bewegt sich so zwischen S2 und S3 mit Absturzgefahr bei den coolen Platten, wo man diesen genialen Blick über den See hat. Ich meine, im schlimmsten Fall kann man da ja auch mal ein paar Meter schieben. Ansonsten, wenn man jetzt noch nicht ganz so fit auf dem Bike ist, würde ich eher sagen, fahrt Richtung Tremalzo, fahrt vielleicht Prati di Guil oder sowas. Passo Roquetta, da ist vielleicht die Seite vom Altissimo nicht perfekt für euch. Aber für alle anderen, die sich fit fühlen auf dem Bike, Altissimo, mega Trails, mega Aussicht und ja, wer will, kann sich da 2000 Kilometer am Stück bergauf quälen. Ich denke wirklich, da ist für jeden etwas dabei und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, schon weiter unten einzusteigen. Beim Coast Trail hat man den ersten Einstieg nach ca. 800 Höhenmeter, den normalen Einstieg bei ca. 1050 Höhenmeter und da könnte man natürlich auch weiter bis zum Gipfel des Altissimo sich dann über den 601er runterschlängeln bis zum Aquadoro, bis dahin ist er noch erlaubt und dann eben auf den Coast Trail abbiegen oder ein paar Höhenmeter drüber auf den Val di Diaul, den ehemaligen Sky Trail. Auch mega schön. Also von dem her Altissimo ein absolutes Trail-Highlight. Ich liebe es. Und das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist zum Beispiel genau eine dieser Stellen. Ja, ich bin die schon gefahren, sogar schon, wo ich alleine unterwegs war. Manchmal fühlt man sich da einfach voll sicher. In dem Fall habe ich es aber nicht gespürt. Nico schon, der ist voll durchgefetzt. Und da ist halt so sehr steil, sehr rutschig und mit ganz viel Geröll, was da immer drin liegt.
Und von dem her, entweder man sieht die Line oder man sieht sie nicht, würde ich behaupten. Und ja, es ist natürlich cooler, wenn man es schafft, aber mein Gott, manchmal klappt es halt. Dann da runter, der Sprungmann. Thank you.
verdienter Abschluss nach dem Bike-Tag. Danke. Hey, 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 so nicht.